Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, wie man es jetzt am fehlenden Effekt erkennen kann, wird das heute auch, was den Cut betrifft, ein sehr transparentes Video. Das heißt, es gibt weniger Effekte, dafür umso mehr Versprecher. Und glaubt mir, ich verspreche mich sehr, sehr oft. Ich schneide nur ein Drittel von dem rein, was ich da normalerweise an Blödsinn von mir gebe. Aber ist in Ordnung. Freunde, das wird heute ein sehr ehrliches und vor allem von Transparenz geschwängertes Video. Ich habe mich entschieden, mit offenen Karten zu spielen und Dinge zu veröffentlichen, die so manche Modemarke nicht mal in Betracht ziehen würden, irgendjemandem zu sagen. Aus dem einfachen Grunde, weil ich zu einem Umdenken gekommen bin. Ich möchte, was meine Modemarke betrifft, eine andere Art der Vermarktung fahren, als ich sie normalerweise gehandhabt habe. Also in den vergangenen Tagen hat sich vieles ergeben. Ich habe einige Berechnungen angestellt, habe am Preis herumgeschraubt und habe mich dazu entschieden, dieses auch zu veröffentlichen. Das heißt, wir werden heute nicht nur darüber sprechen, wie viele Stückzahlen gibt es, was gab es für Probleme, sondern auch, was werde ich mit dieser Modemarke verdienen. Zuallererst möchte ich aber eines mal feststellen, beziehungsweise klarstellen, was ich immer wieder in Kommentaren lese: Wann kommt die neue Merchandise-Geschichte? Ich weiß, da gibt es teilweise Ungereimtheiten und Unklarheiten, was der Unterschied zwischen einer Modemarke und einer Merchandise-Marke ist. Das erkläre ich aber sehr, sehr gerne. Ich habe bis dato Merchandise gemacht. Merchandise heißt übersetzt Werbeartikel, das heißt, es ist immer gekoppelt als Werbung für eine Firma, für eine Person, für ein Unternehmen, je nachdem. In diesem Fall bei der ersten Kollektion war es Merchandise bzw. Werbeartikel für meinen Track, die schön und das Hype ist. Und später habe ich dann eine zweite Kollektion bzw. eine dritte Kollektion gedroppt und das war dann Merchandise für meinen YouTube-Kanal. Auch klipp und klar erkenntlich mit Maximilian groß hinten drauf, vorne drauf, dann nochmal mein Gesicht, wo nochmal Maximilian stand. Also wirklich 1:1 Merchandise des Allerfeinsten. Ja, normalerweise nimmt man fixfertige Produkte her, in diesem Fall hatten sie einen eigenen Schnitt und eigene Printings, also etwas hochwertiger Merchandise, trotzdem ist es Werbung. Von dem wollte ich weg, aus dem einfachen Grunde, außer in den Zeiten, wo ich meinen Merchandise promotet habe, habe ich privat diese Dinge nie getragen und genau von dem wollte ich weg. Ich wollte einfach Dinge produzieren, die ich selbst tragen würde, wo eine Wertschätzung dahinter steckt, wo man etwas herausnimmt und einfach weiß, was für eine Qualität man in der Hand hat. Ich wollte einen anderen Produktionsstandort weg von China, rein in eine Welt, wo normalerweise nur hochpreisige Marken, ihr wisst es schon, Givenchy, Balenciaga und Gucci produzieren, genau dort wollte ich hinein. Also genau die Dinge, die mir wichtig waren, wenn ich mir Marken zugelegt habe, wollte ich auch mit meiner Marke umsetzen. Hohe Qualität, schon allein von der Haptik und beim Gefühl des Auspackens schon ein Wissen, was man an Wertigkeit in der Hand hält, das war immer was, wo mein Traum hingegangen ist. Und Mode wollte ich mein ganzes Leben lang schon machen, jetzt habe ich es endlich geschafft. Erst gestern waren wir bei dem Promo-Video shooten, einer meiner engsten Freunde war da mit dabei und der hat mir erzählt, checkst du eigentlich, was da ist? Jetzt hast du es, das, was du wolltest, deine Modemarke. Und in der Hitze des Gefechts vergisst man solche Dinge natürlich und ich kann nur sagen, ich bin sehr, sehr dankbar, heute hier sein zu können, wo ich bin und ist natürlich auch euer Verdienst, also auf jeden Fall danke. Das war's zur Klarstellung, ich möchte auch nicht ganz allzu lange ausholen und allzu lange schwafeln, das geht jetzt schon wieder 3,5 Minuten, aber ein Danke muss auf jeden Fall angebracht sein, auch bevor die Modemarke überhaupt rauskommt. Ich werde aber nicht nur erklären, was der Unterschied zwischen Merch und einer Modemarke ist, sondern auch was die Designs und die Storyline betrifft, ist hier einfach Gedankengut und Gehirnarbeit und Leistung und kreatives Schaffen hineingeflossen, was sich, glaube ich, auch durch die Storyline immer wieder zeigt. Im Promo-Video werdet ihr das selber noch sehen. Aber ich möchte auch zu den Stückzahlen, Stückzahlen war immer so ein Ding, ich wollte das nicht veröffentlichen. Also ich wollte nicht sagen, wie viele Stück habe ich, wie sieht das aus, weil man automatisch in eine Position geraten kann, wo andere Leute herkommen und deine Stückzahl bzw. deine Auflage, deine Designs, deine Produktion, whatever, mit anderen Marken vergleichen. Auch hier lese ich immer wieder Vergleiche, was meine Marke betrifft, was natürlich auch eine andere Marke betrifft, die in Deutschland unterwegs ist. Solche Kommentare lese ich immer wieder. Ist aber in dem Fall nicht notwendig. Es sind zwei völlig unterschiedliche Richtungen. Man spricht von Streetstyle, aber was Story angeht, was Schnitte angeht, was Logos angeht, ist es eher der falsche Weg, Dinge zu vergleichen. Wir kommen außerdem zusätzlich noch aus Wien. Wir produzieren noch zusätzlich in Portugal. Also
Das ist Fisch und Fleisch, Apfel und Birne, kann man nicht vergleichen. Warum möchte ich aber auch mit der Stückzahl öffentlich gehen kann, oder die Stückzahl veröffentlichen? Aus dem einfachen Grunde, weil ich einfach festgestellt habe, dass es für mich nicht notwendig ist, hier genauso marktschreierisch und hypend unterwegs zu sein, wie ich das mit meiner Merchandise-Linie gemacht habe. Kauft das und seid dabei und seid schnell und seid die Ersten, der heißeste, beste, niceste Merch überhaupt. Das habe ich in dem Fall nicht notwendig. Ich habe unter anderem auch eine Modemarke kreiert und hier nicht plakativ meinen Namen drauf geschrieben, weil ich möchte, dass sie von mir entbunden wird. Meine Modemarke steht für sich, ich stehe im Hintergrund. Die Qualität und die Produkte selbst schreien durch das einfaches Sein, wie die Qualität ist und wie die Logos sind, stehen die ganz für sich alleine und es ist nicht notwendig, hier großartig Werbung zu machen. Deswegen werde ich auch die Stückzahl veröffentlichen. Wir haben insgesamt 400 Stück, das heißt, es gibt 250 Shirts, 150 Hoodies und um die 60 Caps. Dann gibt es noch Handycovers, von denen gibt es ein paar mehr und das war's. Mehr Stücke gibt es nicht. Ich bin hier in einer ganz anderen Price Range unterwegs. Wir sprechen hier von 80 bis 90 Euro für ein Shirt und von 120 bis zum teuersten 150 Euro für einen Hoodie. Hier war es einfach wichtig, mal in diesem Preissegment Fuß zu fassen und zu sehen, wie kommt das bei der Community an? Sind die bereit, so viel zu zahlen? Und in welcher Folge erreicht man auch andere Leute, die vielleicht mit mir gar nichts zu tun haben, mich vielleicht nicht mal kennen und versuchen hier mit Qualität einfach zu arbeiten. Ich glaube, allein beim Auspacken selbst, ihr wisst, wir haben hier eine Magnetbox, die Produkte sind in Seidenpapier eingepackt, es ist ein anderes Feeling, eine andere Qualität, hier ist hochqualitativ das Ganze vernäht und hier ging es mir, wie gesagt, zuerst einmal um ein Experiment auch. Es ist eine geringere Auflage, als es das bei Merchandise gab. Ich habe zwar eine höhere Reichweite und auch anhand von der Instagram-Page, die innerhalb kürzester Zeit über 10.000 geknackt hat, merkt man, dass auch ihr darauf wartet, aber mir war einfach, für mich war es auch einfach so zu sagen, hey, lasst los, sei transparent, sei ehrlich mit all dem, was du machst, das, was du machst, beziehungsweise was diese Marke macht, wo diese Marke hingeht, ist gut und man muss sich nicht verstecken. Für all jene, die sich drüber trauen über diesen Preis und ein Stück ergattern vor allem, ich habe halt keine Vorstellung davon, wie schnell was weg sein kann oder wird. Ich kann euch nur die Stückzahlen geben, es gibt halt wie gesagt sehr wenig, es wird dann nochmal abgestuft von welches Stück es wie viele gibt, dazu gibt es dann das Video am Mittwoch, am Sonntag kommt ja dann das Promo-Video mit der Storyline, wo man dann die Geschichte und zum allerersten Mal auch die Pieces sieht, also da seid auf alle Fälle sehr gespannt. Und dann wird es sich weisen, wie schnell was weggeht, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, mir war einfach auch wichtig, hier Preise zu verlangen und vielleicht einfach mal auf den Gewinn im wahrsten Sinne des Wortes zu scheißen. Ich werde euch gleich mal sagen, wie viel ich damit verdiene. Die Produkte klingen natürlich sehr, sehr teuer. Aber wenn man mal weiß, was gekostet hat und mit wie viel mir im Endeffekt in meiner Geldbörse übrig bleibt, sieht man dann einfach, dass es mir bei den ersten Kollektionen gar nicht darum geht, Geld zu machen, sondern einfach mal den Einstieg für die Leute zu erleichtern, die sagen, ja, das lasse ich mir es kosten und das probiere ich aus, weil ab dem Zeitpunkt, wo ihr ein Piece zu Hause habt, spricht die Qualität sowieso für sich und wer einmal MAM-Kunde ist, wird immer wieder MAM-Kunde werden. Da bin ich mir zu 100% sicher, da stehe ich dahinter und deswegen mache ich genau das, was ich mache. Und ich liebe es einfach, hier Designs zu kreieren und Stoffe und Qualitäten in der Hand zu haben und zu sagen, ja, genau das ziehe ich an, genau das möchte ich, genau das will ich. All das, was mir immer wichtig war, das setze ich jetzt bei dieser Marke um und es freut mich irrsinnig, das tun zu können. Habe ich schon gesagt, ich möchte auch gar nicht mehr länger quatschen, wir gehen zu den letzten Themen, wie viel verdiene ich? Also ich habe heute lange herumgerechnet, mir mal unsere kompletten Produktionskosten zusammengerechnet und da gibt sich natürlich einiges. Also da gibt sich nicht nur die Produktionskosten der Shirts und der Hoodies, die schon logischerweise, wenn es in Portugal produziert wird, relativ teuer ist, sondern die Prints und die Bestickungen werden ja in Wien gemacht. Das heißt, die Stoffe und der Schnitt kommt alles aus Portugal und hier in Wien wird es dann nochmal verfeinert mit Druck und mit Stick. Diese Kosten entstehen natürlich. Die Versandkosten entstehen, entstehen natürlich die Versandkosten von Österreich, also von Wien, in alle Welt, im europäischen Raum hauptsächlich.
Danach gibt es natürlich die Personalkosten. Es gibt die Kosten für Zubehör, es gibt die Kosten für den Videodreh, für die Models, für das Marketing selbst dahinter. Die Verpackungskosten sind natürlich nicht billig. Ich kann das ruhig jetzt einmal, ein Karton kostet 6,50 Euro. Also es gibt natürlich einige, die sagen, ja, diese 6,50 Euro, die muss auch der Kunde dann zahlen. Ganz richtig, aber es verschafft einfach ein anderes Gefühl. Wenn ich mein Produkt in einen Plastiksack bekomme, habe ich gar nicht diese Wertigkeit für das Produkt selbst. Also hier soll einfach von vorne bis hinten alles stimmen und die Anforderungen, die ich an Qualität habe, müssen hier umgesetzt werden. Sonst kann ich mit meinem Namen einfach nicht dahinter stehen und sonst habe ich auch einfach keine Freude daran, das zu machen, was ich hier mache. Natürlich kommen die Kosten für das Shooting dazu. Diverse Kosten. Ich möchte euch gar nicht mit dem kompletten Umfang nerven, aber es ist sehr, sehr viel. Und was man nicht vergessen darf, ist, die 20% Mehrwertsteuer sind ja schon im Preis mit drin. Das heißt, wenn ein Shirt 87 Euro kostet, dann müsst ihr nochmal 20% abziehen, die ich an Steuern abgeben muss. Also Mehrwertsteuer. Und von dem, was mir überbleibt, muss ich ja dann nochmal 45% an die Steuer abdrücken. Das muss man natürlich auch bedenken. Und der Versand ist gratis. Also auch das, egal ob du in der Schweiz lebst, da haben wir uns zwar überlegt, aber auch Schweiz, Versand gratis, egal wo du lebst, wenn es nicht in Amerika ist, also im europäischen Raum, ist der Versand auf alle Fälle gratis und das drückt natürlich den Preis nach oben, beziehungsweise schmälert die Gewinnmarge. Was werde ich verdienen? Im Großen und Ganzen habe ich mir die Gesamtsumme ausgerechnet. Auf alle Klamottenstücke, die ich da verkaufe, bleiben mir im Endeffekt 5.697,64 Euro über. Wenn man jetzt bedenkt, dass ich seit 8 Monaten daran schraube, hier meine erste Kollektion zu erschaffen, das hat natürlich sehr viel gegeben, wie viel Gehirnschmalz, wie viel Zeit da drinnen steckt, möchte ich mir meinen Stundenlohn gar nicht ausrechnen, weil der vermutlich geringer ist als der durchschnittliche in Deutschland, Österreich. Das ist mir aber egal. Allein die Freude, hier was zu erschaffen und mit Qualität dahinter zu stehen, ist mir viel wichtiger. Und wenn wir anfangen und hier die Stückzahl vielleicht schnell ausverkauft ist und wir später die Stückzahl erhöhen können, erhöht sich natürlich auch die Gewinnmarge und ich bin auf alle Fälle bereit hier, auch wenn es ein Nullsummengeschäft ist. By the way, wir müssen ausverkauft sein, damit ich diese 5.697,64 Euro verdiene. Das ist die Grundvoraussetzung. Davon muss ich natürlich nochmal die Hälfte Steuern zahlen. Ja? Das muss man natürlich auch bedenken. Habe natürlich auch Abschreibungen, die ich gegenrechnen kann. Also so fair muss man bleiben. Ich möchte einfach transparent sein. Ich möchte einfach vor dem Drop nochmal, dass ihr wisst, wie es hinter den Kulissen aussieht und mit welchem Herzblut vor allem hier gearbeitet wird und worauf der Fokus liegt. Ich hoffe, dass ich das mit diesem Video vermitteln konnte. Es gibt nochmal am Sonntag um 15 Uhr das Promo-Video. Hier wird die ganze Storyline von Mexican Standoff erzählt. Was ist der Grundgedanke von Mexican Standoff? Worum geht's? Die Pieces seht ihr das erste Mal in Aktion. Und am Mittwoch kommt dann das Video mit der Vorstellung der einzelnen Pieces. Da werde ich dann nochmal auf den Preis eingehen, auf wie viel Stück die einzelnen Dinge limitiert sind und auf den Schnitt natürlich. Ich werde alles mal für euch anziehen, damit ihr auch eine Vorstellung davon habt. Und dann einen Tag später, am Donnerstag, den 20. um 17 Uhr, ist der Drop. Für alle Wiener, Support, Freunde. Wien geht raus, ich liebe Wien und deswegen gibt es für die Wiener die Möglichkeit, auch in-store die Sachen zu erwerben. Es wird 2 Modelle in-store im Dösermi-Store im 1. Bezirk erhältlich geben, sobald der Store aufsperrt, das ist glaube ich um 10 oder so, könnt ihr dann diese Dinge erwerben. Das heißt, wer campen möchte, der hat da natürlich die Möglichkeit und kann sich sicher sein, dass er noch was bekommt. Ich werde selbst auch vor Ort sein und vielleicht trinken wir die ein oder andere Limonade auf den Release von meiner ersten Kollektion von M&M Mexican Standoff. Ich bedanke mich für alle für diesen unglaublichen Support. Ich wünsche euch viel Glück. Seid um 17 Uhr am Donnerstag auf der Homepage. Ich habe keine Ahnung. Ihr wisst die Stückzahl. Ihr wisst ganz genau, wie viel es gibt. Rechnet euch aus, wie früh man auf der Homepage sein sollte. Ich bedanke mich fürs Zusehen, liebe Freunde. Wir sehen uns vielleicht sogar schon morgen wieder. Sonst gibt es am Sonntag dann das Promo-Video zu Mexican Standoff. Das war's von mir, euer Maximilian.